Kapitel 18. Da erwiderte Bildad von Schuach: Wie lange wollt ihr noch auf Worte lauern? Kommt zur Besinnung, dann wollen wir reden. Warum hält man uns für Vieh? Warum sind wir unrein vor dir? Du zerreißt dich selbst in deinem Zorn. Soll wegen dir die Erde veröden? Von seiner Stelle rücken ein Fels? Doch das Licht des Gottlosen erlischt, die Flamme seines Feuers strahlt nicht auf, das Licht in seinem Zelt wird dunkel und die Leuchte über ihm erlischt. Seine starken Schritte werden kurz, sein eigener Rat wirft ihn nieder, mit eigenen Füßen gerät er ins Netz, auf Fallgittern geht er entlang. Das Klappnetz packt seine Ferse, die Schlinge hält ihn fest. Sein Strick ist in der Erde verborgen, seine Falle auf dem Pfad. Ringsum überfallen ihn Schrecken und hetzen ihn auf Schritt und Tritt. Das Unheil ist hungrig nach ihm, das Unglück steht für ihn bereit. Es frisst ihm Stücke von der Haut, der Todesbote frisst ihm Glieder ab, sein Vertrauen reißt man aus seinem Zelt. Man treibt ihn zum König der Schrecken. Keiner, der zu ihm gehört, wird in seinem Zelt wohnen. Auf seine Wohnung wird Schwefel gestreut. Unten verdorren seine Wurzeln. Und oben wird jeder Zweig dürr. Sein Andenken verschwindet im Land. Auf der Gasse hat er keinen Namen mehr. Aus dem Licht wird er ins Dunkel gestürzt. Man verjagt ihn aus der Welt. Kein Kind, kein Enkel setzt die Sippe fort. Nicht einer überlebt in seinem Ort. Die im Westen erschaudern über seinen Tag, und die im Osten packt das Entsetzen. Ja, das ist die Wohnung des Bösen, die Stätte dessen, der Gott nicht kennt.